Heute habe ich euch eine tolle Kapsel zusammengestellt für den Sommer. Es wird nämlich jetzt ein bisschen wärmer und morgen haben wir schon vielleicht 27 Grad und da wollen wir natürlich ein bisschen was aus unserer neuen Sommerkollektion zeigen und dafür habe ich euch natürlich wieder ein schönes Potpourri zusammengestellt. Und mein Name ist Walburga Sünnen und seit 35 Jahren bin ich Anziehcoach und natürlich in der Beratung für Image, Stil und Wirkung. Und nicht nur in der Theorie, sondern wie ihr seht, jeden Tag auch in der Praxis. Und das ist auch ein sehr, sehr großer Unterschied, ob ich theoretisch euch was erzähle oder euch natürlich das praktisch auch so zeige, dass ihr es auch zu Hause umsetzen könnt. Und zwischendurch bedanke ich mich natürlich immer, ne, dass ihr wieder von so weit gekommen seid und mich hier besucht habt in Niederzissen in meinem Store. Und um halt eben auch mal so eine tolle Kapsel zu bekommen. Ja, und wenn die Kapsel natürlich besonders gut auch zu eurem Typ passen soll, dann macht das natürlich auch Sinn, wenn man vorher seine Farben kennt. Und wie eure Farben kennenlernt, erzähle ich euch gleich noch. Aber jetzt zeige ich euch erstmal so ein bisschen was Sportliches auch. Denn seit 35 Jahren kleide ich natürlich Mädels ein und bin Anziehcoach. Und von daher sagen die Kunden mir immer, ja, du hast so süße Videos und wir freuen uns immer, wenn es neue gibt. Weil es halt eben auch so schöne zusammengestellte Garderobe auch bei mir gibt. Weil ihr wisst, ich bin kein Freund von Einzelteilen, sondern wirklich ein Freund von Kombinationen, die ihr super gut auch kombinieren könnt. So, jetzt habe ich euch mal eine schöne Sommerhose mitgebracht. Die gibt es jedes Jahr bei McCain in verschiedenen Farben. Dieses Mal habe ich sie in euch, also im Onlineshop bei uns auf www.shopschöneheldin.de heißt sie Puder. Na, aber sie hat schon einen wunderschönen Lachs, hellen Lachston und ist eine ganz warme Farbe. Und ich habe sie hier mal zusammengestellt mit dem ganz süßen kleinen Stricktop dazu. Das Stricktop hat natürlich auch noch eine Strickjacke. So, da hat man schon mal eine schöne kleine Montur für alle die, die vielleicht eine kleine schwarze Lederjacke noch zu Hause haben. Und die könnt ihr damit natürlich super gut wieder kombinieren. Oder wenn ihr eine kleine schwarze Lederhose habt, dann könnt ihr wieder das Top dazu kombinieren. Also auch wieder sehr schöne Teile, die ihr smart miteinander könnt kombinieren. Hier habe ich mal eine süße kleine schwarze Jacke dazu genommen. Die finde ich natürlich in dem Netzstil auch mal ganz besonders. Na, und ihr habt wieder ein schönes Komplett, eine schöne Kombination, die halt eben wirklich auch nicht an jeder Straßenecke zu sehen ist. Und ich weiß ja, dass meine Kunden gerne nicht den Look haben, den alle haben, sondern halt eben auch was ganz Besonderes. Und wer es natürlich ein bisschen Strickkultur haben möchte, der macht einen schönen kleinen Polunder auf die Hose. Und ihr seht, auch das ist wieder ganz süß. Und da könnt ihr eine Jeansjacke drauf anziehen oder aber einen Blazer, der noch im Schrank ist. Und auch das ist wieder eine gute Kombination. Jetzt für die Tage, wenn es wärmer wird. Und ich habe was Besonderes für euch, nämlich am Mittwoch könnt ihr euch ganz dick in euren Kalender machen. Nicht Samstag, sondern Mittwoch, der 17. April um 19 Uhr gibt es ein Live-Shopping. Und warum ihr unbedingt live dabei sein sollt, das ist ganz einfach, weil es gibt ein paar tolle Preise für euch bei unseren Sachen. Und natürlich für jede Frau, die dabei ist und die was bestellt, gibt es natürlich ein mega Präsent, was ich schon hier habe. Aber das verrate ich euch natürlich heute noch nicht. Und wir sehen uns hoffentlich dann auf jeden Fall am 17. um 19 Uhr an einem Mittwoch zum Live-Shopping hier bei YouTube. Wer natürlich dann auch so unsere Palazzo-Hose liebt von McCain, das ist auch mal wieder so ein sehr, sehr, sehr schöner Kürbiston. Und der hat ja auch so was ganz Besonderes, ist jetzt ein bisschen mit Schwarz und ein bisschen auch mit diesem hellen Puderton. Und wer in der letzten Saison natürlich was in dem Kürbis gehabt hat oder noch hat, ne, der kann natürlich diese neue Farbe da super zu kombinieren, weil sie passt exakt zu dem Kürbis von der letzten Saison. Und das ist natürlich eine schöne Hose, wenn es warm ist und wenn es einfach mal was Besonderes sein soll. Und dazu gibt es diese schöne Oversize-Bluse. Das ist so ein All-in-One, was heißt also eine für alle Größen. Und das ist einfach lässig. Und ich zeige es euch mal einmal erstmal so. Und dann zeige ich sie euch natürlich auch nochmal so, dass ihr die übereinander tragen könnt. Und dann habt ihr auch für den Abend mal, wenn es mal eine Hochzeit ist oder wenn besondere Einladung ist oder im Urlaub abends mal schön beim Essen oder auf dem Schiff, habt ihr natürlich auch so ein Hinguckerteil. Das könnt ihr allerdings aber auch mal offen lassen und macht ein schönes kleines Top drunter. Oder aber halt eben ein kleines schwarzes Top, ein kleines puderfarbenes Top. Also passt ganz viel oder einen schönen Koralleton drunter. Also da geht auch ganz viel, wenn das Teil offen ist und dann so ein bisschen Walla Walla getragen wird.
Und für die Kundin, die sagt, nee, walla walla, das ist mir zu viel, dann gibt es natürlich auch ein sehr schönes figurbetontes T-Shirt. Bei dem T-Shirt muss man wissen, das ist hier unterbrochen. Unterhalb der Oberweite ist das unterbrochen. Das heißt also für alle Kundinnen, die Oberweite haben, aber trotzdem nicht wollen, dass das hier also so weit ist und absteht, für die ist dieses schöne T-Shirt natürlich ideal. Es hat einen dreiviertelen Arm, wie ihr sehen könnt. Und ihr könnt die kleine Halbleinenhose, die ist also nur halb aus Leine, nicht ganz, dass sie auch nicht so viel knittert. Da könnt ihr auch wieder dieses süße Blüschen, ihr seht, das hat so ein bisschen angeschnittenen Raglanarm, könnt ihr dazu tragen. Nee, ein bisschen... jetzt habe ich es vergessen. Nicht Raglanarm, Raglanarm geht hier rüber, sondern es ist ein Fledermausarm. So, genau. Und der Fledermausarm ist natürlich auch schön, ne? Auch zu der Hose, weil er ganz figurbetont ist und halt eben auch ne, dann eben schön schmal in die Hose reinfällt. Also auch ein idealer Begleiter und ein idealer Partner für alle schwarzen Sachen, um die halt eben für die neue Saison auch mal aufzupeppen. Ihr habt ja auch vieles in eurem Schrank, wo ihr einfach sagt, okay, ne, da kann man mal eine schöne schwarze Hose zu tragen, ne, und ihr seht auch im Hintergrund die schöne Strickjacke noch zu dem Top. Also von daher, ne, ist das ein guter Kombipartner für euren Kleiderschrank. Und wer es natürlich ein kleines bisschen edler mag, das ist so mein Favorite, das ist so meins, wo ich einfach sage, ein mega schönes Blusenshirt. Und das ist für alle Frauen geeignet, die ein bisschen Bauch haben. So, weil das könnt ihr hier vorne wunderbar knoten. Ich mache das mal. Das hat auch ein tolles Material, was nicht knittert, die Bluse. So, und dann könnt ihr hier, ne? Stunden später. Petra würde jetzt sagen, das ist unterhaltungswert für mich. Hallo Petra, grüß dich. Du bist wieder gut zu Hause angekommen und hier haben wir wieder auch so ein ganz, ganz süßes Blüschen, ne, was ihr sehr gut tragen könnt. Wie gesagt, wenn man Oberweite hat, wenn man Bauch hat und ich will, dass die Blusen vorne so abstehen. Und sie passt zu so vielen Farben, hat ein wunderschönes Creme und auch ein ganz, ganz tolles Material. Also da hat man auch schon was Besonderes, was Wertiges, ne, und auch unterm Blazer, unterm Anzug, ne, wenn ihr im Büro seid und braucht halt eben einfach das edlere Blüschen und nicht das 0815 Einfach-T-Shirt, dann seid ihr damit sehr gut gekleidet, auch wenn ihr mal die Jacke auszieht. Dann kommt natürlich auch noch mal eines meiner Lieblingsblusen. Die ist ja sowas von zuckersüß. Wir werden nächste Woche euch auch noch mal ein kleines Video machen, mal mit der Katharina, weil dann zeige ich euch natürlich mal alles, was die Frau trägt unter 1,70 Meter Größe, weil die meisten Frauen sind halt eben unter 1,68 in Deutschland. Und deswegen gibt es nächste Woche ein extra Video für die Mädels, die unter 1,70 sind, wo ihr schon drauf freuen könnt. Und abonniert meinen Kanal und liked das Video und schreibt mir wieder, welches ist euer Lieblingsteil. So, wenn ich ausgehen würde, weggehen würde, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine hochgeschnittene, schöne, modische Hose habe. Hier habt ihr auch mal die modische Hose mit den weiten Beinen. Ich mache mal ganz hoch hier die Hose, damit ihr die sehen könnt. Katharina zeigt das Däumchen hoch und da ist natürlich dann das kurze Oberteil ganz, ganz süß, sodass die Gürtelschlaufe auch ein bisschen zur Geltung kommt. Und da kann man sehen, da hat man natürlich einfach auch die mega besondere, süße Bluse für den besonderen Anlass. Und die ist einfach herzallerliebst mit dem Dreiviertelärmchen hinten mit Reißverschluss. Also wie gesagt, wer das ultimative Teil für die Hochzeit braucht oder für eine schöne Einladung, der ist hiermit natürlich einfach super gut bedient. Und ihr wisst ja, dieses Jahr gibt es ja unsere Westen. Und die Weste ist natürlich nicht nur sexy, aber ihr könnt auch ein T-Shirt drunter anziehen, sondern sie ist auch so geschlossen, dass ihr sie halt eben einfach nur tragen könnt unterm Blazer. Und ihr seht, auch das ist wieder eine sehr, sehr schöne Kombination. Ich halte es mal richtig hoch. Und alle Teile findet ihr wie immer in unserem Online-Shop www.shopschöneheldin.de oder schreibt mir einfach auf der 02636 8083 429. Also WhatsApp schreiben könnt ihr auf diese Nummer, könnt mir schreiben, das machen, nehmen die Frauen auch schon rege in Anspruch, ne, weil ich weiß ja, mal fällt das Teil ein bisschen größer aus, fällt es ein bisschen kleiner aus, sodass, wenn ich euch Sachen schicke, die natürlich auch für euch perfekt sind. Und hier habe ich den schönen sommerlichen Blazer, der ist natürlich einfach auch lässig, der ist modisch, der ist ein Must-Have für die Saison, weil es ist einfach so, dass der bisschen lässigere Blazer halt eben auch total up-to-date ist. Und ich mache euch mal die schöne kleine Weste unten drunter. Die hat natürlich die gleichen Knöpfe, wie der Blazer.
Und dann habt ihr, ob ihr jetzt die weite Hose anzieht, ne, für die Frau, die groß ist und gerne mal Lehne trägt oder aber auch eine tiefe Hüfte hat. Oder ob ich sage, ich mache mir die freche Hose mit dem etwas legereren Schnitt, die halt eben auch sehr, sehr gut zu tragen ist und vor allen Dingen, auch wenn ihr nicht so groß seid, besser zu tragen ist als die andere. Und ihr habt einen schönen Anzug mit edler Weste, der trotzdem bequem ist, sommerlich schick ist und auch ganz gut. Schmeiß mal alles weg hier. Und auch ganz ausgefallen ist. So, und auch zu dem Blazer könnt ihr natürlich wieder das schöne Top nehmen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ihr könnt natürlich auch wieder das schöne Strickteil unten drunter mal, wenn ihr die Weste weg habt. Und ihr seht, ihr habt jedes Mal ein anderes Bild. Mal ein bisschen feiner, ein bisschen edler, mal ein kleines bisschen sportlicher, mal ein bisschen in unserem, ich sag mal, etwas cleaneren Look, der natürlich einfach auch sehr, sehr schön ist. Und ich habe ja auch viele Kunden, die mögen gerne diesen ganz cleanen Look und haben dann auch einen kleinen Hingucker, wenn man sagt, okay, ich will trotzdem mal so ein bisschen Farbe, damit der Anzug eine andere Wirkung hat, dann nehme ich natürlich den Hingucker mal einfach auf das schöne T-Shirt und lasse den Blazer so ein bisschen von der Farbe in den Hintergrund treten. Tja, und eine Farbanalyse, wie läuft die bei mir ab? Wir arbeiten natürlich heute nicht mehr mit den Tüchern, weil es gibt zu viele, keine guten Farbtücher gibt es mehr, es gibt keine, die guten Farben haben. Ich habe mir schon so viele bestellt, die meisten kann man eh nicht gebrauchen. So, deswegen arbeite ich, oder beziehungsweise ich habe über 35 Jahre Charakteranalysen von den Farbtypen gemacht. Und wir arbeiten über die Charakteranalyse, das machen wir online mit euch. Das heißt, egal wo ihr seid, könnt ihr diese Online-Charakteranalyse bei uns auf der schönen Heldin, könnt ihr die buchen und könnt ihr die auch kaufen. Und dann wisst ihr ein für alle Mal halt eben einfach eure Farben und die Charakteranalyse. Das kann ich euch zu 100% garantieren, da lege ich meine Hand für ins Feuer, kann sich nicht irren. So, die kann sich auch nicht irren, weil Kundinnen dann sagen, ach, ich bin alle vier Typen, hat die Farbberaterin gesagt. Die nächste hat mir gesagt, sie wären Winter und Herbst gleichzeitig. Das funktioniert aber leider nicht. Winter und Herbst sind charaktermäßig so weit auseinander wie die Sonne von der Erde. Sehr oft wird der Sommertyp mit dem Frühlingstyp verwechselt. Das passiert auch ganz oft, weil es gibt blonde Frühlingsfrauen und blonde Sommerfrauen. Der wird ganz oft verwechselt, weil der Frühlingstyp ist der seltenste Typ unter den vier Jahreszeiten, den es gibt. Und von daher wird er oft nicht erkannt oder verkannt. Das erlebe ich halt eben auch sehr oft. Und ja, da ist es natürlich einmal wichtig, dass man das weiß. Und auch die Charaktere einer Sommerfrau und die Charaktere einer Frühlingsfrau sind so weit auseinander, dass man diese zwei Farbtypen niemals verwechseln kann. Und auch die Verwechslung zwischen einem Frühling und einem Herbsttyp ist ausgeschlossen. So, und die zwischen einem Sommertyp und einem Wintertyp ebenfalls. Das ist einfach ausgeschlossen, weil sie charakterisch so auseinanderliegen, dass man sie überhaupt gar nicht miteinander vergleichen kann. Also, wer das wissen will, stöbert mal auf meiner Seite. Dort haben wir auch genau beschrieben. Da oben, gerade ihr sagt immer da oben, könnt ihr einfach draufdrücken und dann kann man draufdrücken, Kati? Ja, da könnt ihr einfach draufdrücken und macht euch einfach mal ein bisschen schlau. Weil ich finde, immer eine Investition in euch selbst ist die beste Investition. Und ihr habt einfach so viele Schrankleichen, so viele Teile, die ihr einfach weder braucht, noch in Zukunft kauft. Ja, es ist natürlich ein kleines Investment, ne, was man natürlich beim nächsten Einkauf sowieso wieder raus hat, weil man lässt die Finger weg von all dem Plunder und all dem Kram und Müll im Kleiderschrank, den ihr wirklich nicht braucht. Also von daher ist es immer ein gutes Invest. Und ich freue mich natürlich einfach auch, wenn die Frauen total happy sind. Wir haben mega, mega schöne Farbenpässe, mit denen ihr natürlich zu Hause auch arbeiten könnt, wo ich euch zeige, wie das funktioniert. Ich spreche eine Stunde mit euch, also in der Beratung, in der Charakteranalysenberatung ist immer eine Stunde Zoom-Meeting mit mir drin, sodass ich euch erzähle, warum ihr der Farbtyp seid. Weil es nützt mich nichts, wenn die Farbberaterin sagt, du bist ein Frühling, Sommer, Herbst oder Wintertyp. Oder der letzten Kunde, du bist alles, du kannst alles tragen, das gibt's überhaupt gar nicht. Sondern ich erkläre euch natürlich, warum ihr ausgerechnet der Typ seid. Also seid gespannt und wir haben inzwischen jetzt so viele Farbanalysen gemacht über diese Charakteranalyse. Und die sind halt eben so toll, dass die Frauen da so begeistert von sind. Ne? Und davon könnt ihr halt eben auch jetzt in Zukunft Gebrauch machen. So, jetzt habe ich euch, glaube ich, alle schönen Teile gezeigt. Es gibt natürlich noch viel mehr.
was ich damit kombinieren könnte. Aber das ist jetzt mal wieder so eine Kapsel mit einer weiten Hose für die große Frau, mit einer schmaleren Hose für die, die nicht so groß sind, mit einem lässigen Bläser oder aber halt eben einfach auch mit einer schönen kleinen Freizeitjacke und dann mit einem schönen Pullunder unten drunter und ein Must-Have für diese wunderbare Weste. Ne, die mögen die Kunden alle in allen Farben, die ich bisher hier im Laden habe oder hatte. Ne, und von daher freut euch auf unser nächstes Video für die Frau unter 1,70 Größe. Und dann haben wir nochmal unser Live-Model, da gehe ich hinter die Kamera und die Katharina kommt mal vor die Kamera. Und wir zeigen euch dann natürlich einfach mal ganz süße Sachen, die halt eben für die Frau, die nicht so groß ist, bestens geeignet sind. Ihr Lieben, macht's gut, bis zur kommenden Woche. Genießt das schöne Traumwochenende, weil nächste Woche wird es bestimmt wieder kalt. Und vor allen Dingen, wenn die Sonne ein bisschen rauskommt. Eure Walburga und abonniert meinen Kanal.